Hause für den Mann. In Australien ist sie der absolute Renner und jetzt scheint der Trend nach Deutschland herüber zu schwappen. Was sexy Surfer haben, wollen jetzt doch unsere Kerle drunter tragen. Der Grund, wer wenig in der Hose hat, kann sein bestes Stück damit aufpimpen. 15 Euro kostet der Spaß plus Versandkosten aus Australien. Aber lohnt sich der Aufwand? Meine Mama sagt immer, es kommt nicht drauf an, wie lange es ist, sondern wie er damit umgeht. Es ist nicht Größe, es ist Technik. Gogo-Tänzer Marum testet heute den Push-Up-Slip. Beim Anziehen tritt bereits das erste Problem auf. Wie soll das jetzt funktionieren? Das ist jetzt ein Säckchen und jetzt, glaube ich, muss ich ihn reinstopfen, quasi komisch irgendwie. Wird er, glaube ich, abgewirkt. Also, naja, versuchen wir mal. Ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht so. Ich glaube, das kommt nicht so an. Also. Endlich ist alles dort, wo es hingehört. Aber wie hat Marum das geschafft? Zeit für eine kleine Gebrauchsanweisung. Wie der Oliver Kahn immer sagt, Eier muss man haben und die müssen wir jetzt auf jeden Fall in das Säckchen da reinstecken. Also links das eine und rechts das eine. Und dann kommt natürlich das beste Stück mit rein. Und das soll jetzt bezwecken, dass das alles jetzt etwas höher gepusht wird. Geht's ins Einkaufszentrum. So viel nackte Haut sieht man beim Shoppen nicht jeden Tag. Doch wie kommt die Push-Up-Unterhose bei den Frauen an? Ich stehe eher auf Boxershorts. Hast du es nötig? Ich hab's nötig. Die Hose sind's mir nicht böse. Das, wenn ich meinem Sohn jetzt heimbringe, der ist in ihrem Alter, der fragt, ob ich verrückt bin. Arschgeil, ich finde die super, die Unterhose. Ich weiß nicht, so beutelmäßig sieht das aus, ich weiß nicht. Nee, geht gar nicht. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Die Frauen sind offensichtlich eher von Marums Waschbrettbauch angetan, als von seiner Push-Up-Unterhose. Und wie kommt der Modetrend aus Australien bei den Männern an? Ich war gerade 4 Wochen da. Keiner der Jungs, die ich hatte, hatte diese Unterhose an. Ja, was ist, wenn eine Freundin hinschaut, oh, hast du jetzt aber so ein Teil und dann kommt was raus? Ja, Mogelpackung, nichts mehr. Sehr Panne. Sehr übel. Ja, es schaut nicht gut aus. Eng. Marum will es jetzt genau wissen. Erkennen Frauen überhaupt den Unterschied zwischen einer Push-Up und einer normalen Unterhose? Als erstes präsentiert der Gogo-Tänzer ein Alltagsmodell ohne Push-Up-Effekt. Danach wird gepimpt, was das Zeug hält. Und Mädels, ist euch was aufgefallen? Ja, der Sitz sitzt enger, knackiger. Dadurch, dass die Seitenbündchen viel schmaler sind, kommt das alles viel besser zur Geltung. Sie schmeichelt einfach der ganzen Figur ein bisschen besser. Im direkten Vergleich ist das Push-Up-Modell der klare Sieger bei den Girls. Und das, obwohl der Unterschied